Moin. Ist jetzt ein paar Wochen her, da spreche ich mit einem Freund über Fliegen, über eine Fliege, die man vielleicht mal so das ganze Jahr über benutzen kann. Und na, auf eine Lösung sind wir natürlich nicht gekommen. Aber eine Fliege, die traditionell schon lange, lange Zeit das ganze Jahr über gefischt wird. Ich will mal gucken, hier so ein traditionelles Muster. Ist die Tenkara. In Japan gefischt. Hier auf dem 10er Haken. Ist da aber auch eine Nischenerscheinung. Aber die hat mir schon manchen Angeltag gerettet, wirklich. Manchmal so als letzte Wahl und Bombs, dann funktioniert es. Ihr könnt die als Trockenfliege, als Nassfliege, könnt ihr die fischen. Mal ein anderes Muster. Mit ein bisschen Faungras. Ja, mit Soft-Hackeln gebunden. Oder mit Dry-Fly-Hackles. Ja, eben Hecheln für Trockenfliegen. Sag mal hier. Habe ich mir da rausgelegt. Hier sowas, die gibt es dann auch noch in den entsprechenden Größen. So sieht's dann aus. Also ich meine, ihr seht jetzt sehr groß, das ist für 14 Haken, ist das gedacht. Da kann man es lesen. Hier in der Mitte. Da. 14er. Die sind nicht ganz billig, aber ihr könnt ja nehmen, was ihr wollt. Ja, und wird bei mir ganz gut funktioniert. Und erstaunlicherweise sogar jetzt schon. Ist eine, die mich immer an Blattläuse erinnert, an die grünen Blattläuse. Ich will hier noch so einen kleinen Trick mit verwenden. Bei mir funktioniert diese Farbe hier von UTC, ich zeige es euch, wartet. Wir können noch mal runter. Dann immer ganz gut. Das Ganze nennt sich Fluoschatteuse. UTC ist einfach mein Lieblingsgarn. UTC 140 Fluoro-Chartreuse. Aber eure Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ne? Meine Beule. Da. Heute habe ich sie mal nicht auf die Stirn. So. Wie gesagt, mit einem kleinen Trick dabei. Hier nicht zu weit nach hinten binden, das ist schon fast zu weit. Dann nehmen wir uns eine Hechel, weil wir hier heute sehr klein arbeiten. Nehmen wir eine von den für die 14er Hakengröße. Ich habe hier einen 12er Haken drauf. Ein Standardhaken. Will ich euch dann noch mal eben zeigen, hier mal zum Größenvergleich, ne? Das hier ist ein 10er Haken. Ein Klinkhammerhaken von Daiichi. Und daneben jetzt mal auch wieder ein Zehner. Standardhaken. Irgendwas Günstiges. Ja, die sind verdammt groß, die Daiichi, die Klinkhammerhaken, ne? Aber die funktionieren sehr gut, ja. So, mein Eindruck, ich habe es nie gezählt, aber mein Eindruck, wenig viel bisschen. So, also wir nehmen jetzt hier so eine für Trockenfliegen, für Hakengröße 14. Frei mir das hier unten ein bisschen von den Hecheln. So. Dann binden wir das so ein. Jede Feder hat eine Ober- und eine Unterseite. Und normalerweise gehen wir her. Mal gucken, habe ich hier gerade was anderes liegen. Normalerweise gehen wir her und binden die Feder mit der Biegung so über den Haken, dass die Oberseite auch nach oben zeigt. Hat dann zur Folge, dass die Hecheln schön nach hinten wegstehen. Wir machen das jetzt genau umgekehrt. Ihr seht jetzt schlecht, glaubtet mir. Ich mache jetzt die Oberseite zum Haken hin, also praktisch nach unten. So. Fällt sie mir runter. Damit die Hecheln hinterher nach vorne stehen. Wir helfen aber noch ein bisschen nach dann gleich.
So. Das klappe ich mir immer noch mal um. So, und dann dürfen wir das auch zwischendurch mal so ein bisschen hier nach vorne streifen. So, das soll schon reichen. Mit einem Schnuck nehmen wir die ab. Da, ne, wir binden erstmal nach hinten weg, dass wir die Schnur so ein bisschen aus dem Weg haben. So. Und dann braucht ihr einen Schlauch. Das ist jetzt schwierig, so kleine Schläuche zu kriegen. Der soll nämlich hier drüber. Das ist eine Hilfe. Ist ein bisschen umständlich, aber ist eine schöne Hilfe, wenn es so klein wird. Wer kann natürlich hier auch mit den Fingern arbeiten. Ja, aber dann legt ihr die Schnur immer eins nach dem anderen, immer wieder mit der linken Hand drüber und müsst umgreifen. Also, wir machen jetzt einen kleinen Schlauch drüber. Und um die richtige Größe zu kriegen, da gibt es solche Packungen Schrumpfschlauch. Ja, mal gucken, nee, wenn ich weiter zurückgehe. Ihr wisst, was ich meine, ihr gibt es für 5, 6 Euro vielleicht im Supermarkt so ungefähr. In den verschiedensten Größen. Ich habe jetzt hier einen Innendurchmesser von maximal 3 mm. Da habe ich hier so ein kleines Stückchen Schlauch. Schieben wir da drüber. Ganz drüber über die Hecheln. Und dann wieder nach vorne. Bis sie wirklich alle zusammengelegt sind. Und das vereinfacht uns jetzt das Überfangen wirklich deutlich. Wir bringen mal eben ein bisschen Drall aus der Schnur, dass sie flacher ist. Das will ich da weghaben. Zwei Hecheln. So. Und jetzt bin ich nur Stück für Stück immer eine Windung an die andere weiter nach vorne. Gucken wir mal, ob uns das schon reicht. Ja, reicht. Ihr seht jetzt, wie schön die nach vorne stehen. Jetzt bauen wir noch den Körper ein bisschen konisch auf. Dazu entrollen wir nochmal unsere Schnur. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Da seht ihr schon, will ich hoffen, die legt sich etwas flacher. Ganz einfache Fliege. Ich habe gesehen, Japaner binden die auch gerne mal nur mit der Hand, ohne Bindestock. Soll mir reichen. So viel. Aber das ist mir dann doch zu klein hier. Ne? Da ist der Schlauch runtergefallen. So, einmal. Jetzt geben wir dem Ganzen noch einen Klecks Sekundenkleber auf die Schnur drauf. So. Und ich kann euch versprechen, ich hab's wirklich schon ganze Jahr über gefischt. Und die funktioniert. Vielleicht, wer weiß, erinnert sie den Fisch an eine Blattlaus? Ich weiß es nicht. Aber sie fängt. Viel Spaß mit der Tenkara. Und viel Erfolg natürlich.
Im nächsten Video werden wir uns dann mal eine Fliege für das Stillwasser vornehmen. Die sind bei mir immer so ein bisschen kurz gekommen. Und jetzt nochmal viel Erfolg mit der Fliege beim Fischen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.